Merci, Herr Präsident. Also die Deklaration Pays par Pays, the country by country reporting of English, also Konzept, wird schon 2003 von Richard Murphy, den zu Lützburg war nach der Stuart, für eine Konferenz zu halten, an von John Christensen vom Tax Justice Network erfunden gouf. Die da handelt, als dann einfach an relativ effikaz. Multinationaler sollen hier Chiffre d'affaires, hier Revenuen an hier Steuerzahlungen veröffentlichen, und zwar abgeschlüsselt für ein Land und noch für ein Filial. Das soll dann noch ermöglichen, sich ein besseres Bild über die Aktivitäten von des immer mehr komplexen Entreprisen zu machen und über die Relationen zwischen den einzelnen Teilen von den Konzernen, also dass ein Mustern von den sogenannten aggressiven Steueroptimierungen oder Steuerflucht viel mehr einfach kann erkennen. Wenn ein Multinational Millionen und Gewinner Steuerparadies transferiert und da, wo sie ihre Profit möchten, praktisch gut keine Steuern bezahlt, dann kann ich das anhand von den Daten ziemlich einfach rauslesen. Aber obwohl die Idee, man denkt, minimalen Aufwand einen enormen Fortschritt aus solchen Sachen Steuergerechtigkeit bedeuten gibt, heute da war immerhin 10 Jahre gedauert, bis das sich an der Politik konnte durchsetzen. Das hat dort immer dazu dienen, dass gegen die Initiative auch ein intensiv Lobbyarbeit gelegt wird. Wir werden das Gesetz also heute mitstimmen, weil der Fortschritt ist, um wie viel mehr Transparenz, was zu mehr Gerechtigkeit im Prinzip auch misst feiern. Mit das ist aber nicht, dass wir das Fehler für immens gelungen haben. Zum Beispiel können wir nicht nachvollziehen, für was die Exigenzen nehmen für Multinationale gelten, die einen Umsatz von mindestens 750 Millionen Euro haben. Das heißt, aus sich auch nehmen für 10% von allen Multinationalen. Das ist unverständlich, zumal auch, wo das Europaparlament eine viel mehr niedrige Grenze gefordert hat. Das Gesetz, das wir heute stimmen, kann für uns aber nicht mehr ein erster Schritt sein, weil sowohl bei der Vierlehre von der OECD, wie auch an der heute Direktive, die wir heute transposieren, als das zentrale Element von der ursprünglichen Idee nicht zurückbehalten ging, das ist Transparenz. The country by country kann nicht mehr wirklich dann auch seine Wirkung entfallen, wenn die Daten von den Multinationalen auch publik gemacht werden. Weil dann nicht mehr können Analysten, können Chercherinnen, können Journalisten, können Mitglieder von der Zivilgesellschaft oder ganz einfach auch einfach Bürger solche Bild machen und auf mich dann auch vielleicht hinweisen. Dadurch, dass die Informationen just den Steuerverwaltungen zur Verfügung gestellt werden, ist der Wert von dieser Initiative viel mehr gering, weil LuxLeaks und Panama Leaks haben auch gewiesen, dass Steuerverwaltungen teilweise auch können ein Teil vom Problem sind. Das ist aber zu begrüßen, dass die EU-Kommission mittlerweile auf den Weg von einem öffentlichen Country-by-Country will gehen. Sie hat ja auch am Frühjahr eine Initiative in die Richtung gemacht. Allerdings, also die bei weitem nicht ambitiös genug, weil da ja auch nicht all die Daten muss veröffentlicht gehen, weil zu einer Reihe von Problemen könnt feiern. Für allem brauchen wir auch Daten für die Filialen außerhalb von Europa. Wenn die nicht abgeschlüsselt gehen, dann ist auch der Wert für die Entwicklungsländer gleich null. Überhaupt geht viel auch von der OECD zum Country by Country nicht genug auf die legitimen Interessen von auch den Entwicklungsländern an. Das Länder leiden laut den FMI 3-mal mehr an der Steuerflucht von den Multinationalen, also gehen de facto von der Initiative auch ausgeschlossen. Das ist ein öffentlicher Country by Country, der mehr als unumgänglichen nächsten Schritt angesehen, als auch noch lange nicht durch. Es gibt auch viel Widerstand. Aber wenn ich in verschiedenen Presseartikeln noch kann leben, da gibt es doch Widerstand von Lützburger Seite. Wir hatten nach dem Herr Finanzminister dazu eine parlamentarische Frage gestellt. Das war der 17. November. Wir sind noch an der zeitlichen Limit. Das ist noch an der Tante. Die Antwort, mir vielleicht hat den Herr Finanzminister auch schon noch dazu eine Antwort. Und da wäre mir natürlich auch froh, wenn ein darüber könnte angehen. Sonja, merci. Très bien. Merci auch an den Finanzminister Edwards.